Hi Leute, wie geht es? Heute komme ich mal mit einem Tutorial. Viele haben gefragt, wie mache ich meine Thumbnails? Oder manche haben auch gefragt, so, wer macht die dann Thumbnails? Also ich mache es natürlich selber. Und zwar mit diesem Programm GIMP. Ich kann ja einen Download-Link in die Beschreibung setzen. Wenn ihr GIMP startet, sieht das ungefähr so aus hier. Ihr habt ja den Werkzeugkasten mit den ganzen Werkzeugen. Das mache ich mal weg. Die Ebenen und das Bild hier hinten. Das sieht, da ist natürlich bei euch noch gar nichts. Jetzt fragt ihr euch natürlich, so, hier kann ich gar nichts machen, wenn ich was auswähle, geht überhaupt nicht. Das ist natürlich klar. Ihr geht erstmal auf Datei, neu und dann habt ihr hier ein neues Bild erstellen. Die Größen für ein Thumbnail sind 640 und 360. Ihr könnt das auch doppelt verdoppeln, also 1280 und 720, das funktioniert auch. Und wer schreibt mir denn hier was? Mann. Ja. Okay. So. Stelle ich das mal so, dann habe ich hier dieses schöne kleine Fenster. Hier seht ihr auch, jetzt habe ich hier so eine Ebene, die nennt sich Hintergrund. Das ist diese weiße Fläche, die kann ich mit diesem Verschieben-Werkzeug hier drüben, mal ganz groß hier, diese vier Pfeile, kann ich auch verschieben. Dann habe ich hier hinten so ein transparentes Teil. Aber das will ich ja eigentlich nicht, sondern es soll natürlich schön weiß bleiben. Dann mache ich STRG Z, da ist es wieder da, wo es vorher war. Das Wichtigste an einem Thumbnail ist immer erkennen, welches Spiel du spielst, und das ist in dem Fall jetzt einfach mal, ich sag jetzt mal, es ist Minecraft oder irgendwas. Ihr könnt euch irgendein Logo aus Google Bilder rauskopieren, hier die Minecraft-Schrift, einfach hier in die Bilder gehen, auswählen und reinziehen, und dann habt ihr das gedrückt halten natürlich. Da habt ihr hier drüben dann gleich eine neue Ebene, die nennt sich dann Minecraft-Schrift, so wie hier halt auch die Datei heißt. Doch ihr seht natürlich gleich, es ist viel zu groß. Deswegen geht ihr auf dieses Zeichen hier mit diesen zwei unterschiedlich großen Rechtecken. Das nennt sich Skalieren. Dann geht ihr auf die Minecraft-Schrift und bekommt so ein Rasterfeld. Ganz wichtig, in diesem Fenster müsst ihr auf diese Kette da gehen, damit die zusammen ist. Sonst behält diese Minecraft-Schrift nicht die Proportionen. Und das sieht manchmal ziemlich blöd aus. Da könnt ihr jetzt einfach so rumspielen, bis euch die Größe passt. Ich mache einfach mal so. Und jetzt klemmt es da oben irgendwo in der Ecke. Geht ihr wieder auf das Bewegen-Ding und zieht euch die Minecraft-Schrift dort, wo ihr sie haben wollt. Was auch noch zu jedem Thumbnail gehört, ist natürlich ein passendes Bild. Wie zum Beispiel hier. Ich mache jetzt einfach mal ein Thumbnail für eine Trouble in Minecraft-Folge. Nehme ich hier diese Screenshots und dann habe ich den hier mitten im Bild. Wir wollen jetzt aber, dass man natürlich die Minecraft-Schrift darüber sieht. Also geht in das Ebenenfenster und selektiert die Minecraft-Schrift. Ihr könnt jetzt entweder hier oben unten, also hier unten auf die Pfeile gehen und das hoch und runter stufen. Oder ihr geht hier rauf, haltet die Minecraft-Schrift gedrückt und zieht sie nach oben. Das funktioniert jetzt irgendwie gerade nicht. Das liegt wahrscheinlich an der Aufnahme. Naja, egal, dann macht ihr es eben mit den Pfeilen, wenn es bei euch nicht funktioniert. Dann habt ihr das schön hier oben. Damit hier auch wieder das Bild ordentlich passt, schiebt ihr das so, bis ihr es richtig habt. Und macht es am besten noch ein Stückchen kleiner, damit man schön auch alles sieht. Bis alles perfekt ist. So, das würde ich so nehmen. Dann sehr wichtig ist natürlich auch noch die Schrift, die Folge. Das geht ganz leicht. Ihr geht auf diese Buchstaben, Doppelklick. Dann geht hier dieses Fenster auf mit Werkzeugeinstellungen zu der Schrift. Geht einfach mit einem... Ups, mach ich mal das Kabel hier von meinem Mikro runter. Ach so. Selektiert hier diese A, dieses A. Dann geht hier auf den Bildschirm und zieht hier einfach so eine Auswahl. Und jetzt öffnet sich hier so ein GIMP Text Editor. Den habe ich noch nie gesehen, ganz ehrlich. Ich habe den wirklich noch nie gesehen. Der ist normalerweise... Lol. Der war hier noch nie. Naja, egal. Ihr könnt jetzt einfach reintippen und dann schreiben, was ihr wollt. Irgendwie Folge 01. Ist jetzt natürlich noch nicht so ganz so schön. Erstmal viel zu klein und falsche Schriftart. Also gar nicht toll. Markiert es und geht auf dieses Werkzeugeinstellung Textfenster. Wichtig, es muss markiert sein. Dann geht ihr als erstes auf dieses AA. Klickt da einmal drauf und kommt dann hier zu diesem Schriftartenfenster. Ihr habt wahrscheinlich noch nicht so gute Schriftarten hier drin. Geht einfach auf daform.com,
Downloadet euch die Schriftarten. Wie ihr das macht, ist auch ganz einfach, wenn ihr so diese TTF-Datei habt. Macht Rechtsklick darauf und installieren, dann habt ihr die hier in der Liste. Wichtig ist, ihr müsst GIMP davor schließen, sonst funktioniert es nicht. Ich nehme einfach mal eine sehr coole Schrift dazu, die heißt nämlich Transformers. So. Dann immer noch markiert, gehe ich hier auf die Größe und mach's Zucker so groß, es muss halt sichtbar sein für auch den, der das halt guckt. So, dann habt ihr hier erstmal dieses Bild. Wahrscheinlich wüsste jetzt noch keiner, was genau das sein soll. Wobei ich da selbst überlegen muss. Eigentlich wird es nicht so sehr sichtbar. Deswegen löscht ihr lieber nochmal das Minecraft. So. Und besorgt euch so ein Trouble-Mile-Bild von Google Bilder oder irgendwoher, wo ihr auch eure Bilder herbekommt. Ich hoffe, ich habe meins noch. Ja, nein, das war's nicht. Hier. Da habt ihr hier dieses Trouble Mival PNG. Das ist natürlich besser. Minecraft ist nicht so wichtig. Ich meine, wer Minecraft guckt, der wird auch wissen, dass Trouble Mival von Minecraft ist. In dem Fall ist das natürlich egal. So, hier ist es wichtig. Macht es mit dem Ketten weg, damit ihr auch die Proportion nicht beibehalten müsst. Das ist ziemlich praktisch, vor allem bei der Trouble Mival Schrift, weil diese ein merkwürdiges Format hat. Und ja, so sieht es dann recht gut aus. Nehme ich nochmal hier runter. So. Das könnte man schon nehmen. Eine kleine Feinarbeit wäre jetzt noch hier auf die Ebene der Zahl zu gehen. In dieser Folge 01. Dann geht ihr hier auf den Farbverlauf, Doppelklick. Und dann kommt ihr hier in dieses Werkzeugeinstellung vom Farbverlauf. Farbverlauf. So, jetzt haben wir hier eine schwarze Schrift, also gehen wir auf diesen Modus und dann Auffällen. Deckkraft könnt ihr so lassen. Und jetzt ist es hier wichtig, irgendwas auszusuchen. Ihr könnt alles nehmen, was ihr wollt. Ich nehme jetzt einfach mal Yellow, Orange, Orange. Und gehe dann hier wieder auf dieses Bild. Klick einmal hier, zieh den Mauscursor hier rüber und dann habe ich hier so einen schönen Farbverlauf. Ich weiß nicht, ob gelb, orange sieht jetzt nicht so toll aus. Kann alles nehmen, auch grün oder so. Wenn ihr irgendwas Cooles findet oder selbst machen, ist hier nicht zu empfehlen. So sieht es doch toll aus. So, dann, um ein gutes Thumbnail zu machen, wäre es natürlich auch noch wichtig, irgendwie zu sehen, wer das macht. Das müsst ihr nicht machen, das mache ich auch eigentlich nicht. Dafür geht ihr auf diesen Minecraft Skin Viewer. Ich werde auch mal einen Download-Link in die Beschreibung machen. Hallo, öffne dich. Hallo? Lässt sich es nicht öffnen? Naja, egal. Also dann. Komm schon, öffne dich. Oh, da ist er, okay. So, dann gebt ihr hier euren Benutzernamen ein. Meiner ist der hier. Und dann habt ihr hier euren schönen Skin. Naja. Könnt jetzt irgendwie verändern, so. Arme nach oben, sieht ganz toll aus. Ha. So. Dann macht ihr hier. Also ganz wichtig erstmal hier. Ist, dass ihr den Hintergrund auf transparent macht, sonst funktioniert es nicht. Ihr könnt natürlich auch Nacht oder so machen. Das ist aber alles nicht so gut wie eine Transparenz. Dann geht ihr auf Bild speichern als, oder nein, nicht Skin speichern, sondern ganz wichtig, Bild speichern. Dann nehme ich einfach nochmal Test und so. Dann könnt ihr wieder auf die Bilder gehen oder dahin, wo ihr es halt gespeichert habt. Falscher Ordner. Egal. Bilder. Und dann Test, wo ist er? Da. Könnt ihr wieder einfach hier rüberziehen und fertig ist er. Der ist jetzt natürlich noch so ein bisschen groß. Wieder, wie gesagt, halt kleiner machen mit diesem Skalieren-Werkzeug. Wichtig wieder diese, wie heißen die Teile? Keine Ahnung, Ketten. Um das natürlich genau richtig zu machen. Gut sieht es immer aus, wenn man die Figur immer so auch rausgucken lässt. Da könnt ihr dann irgendwie alle daneben machen, die auch mitgespielt haben. Und eigentlich ist ab dieser Stelle euer Thumbnail fertig. Ihr könnt viele Feinheiten noch machen mit anderen Bildern. Ihr könnt zum Beispiel euch für Google Bilder noch ein Schwert downloaden. Macht da, was ihr irgendwie lustig seid. Konvertieren, ja. Da kann man alles machen. Zum Beispiel, also für Trouble Mindville empfehle ich jetzt natürlich diese Trouble Mindville Schrift, ist klar.
Achso, übrigens, was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, falls ihr mal irgendwas andersrum haben wollt, geht ihr auf dieses Zeichen da. Das heißt, spiegeln. Drückt ihr mal kurz Doppelklick drauf. Wichtig ist diesmal horizontal, damit es in die Richtung gespiegelt wird und nicht so. Vertikal geht natürlich auch, dann hättet ihr es so. Oh, es hat sogar geklappt. Aber das liegt jetzt nur, weil es halt ein Schwert ist. Macht dann eben nicht. So könnt ihr irgendwie hier einfügen. Schwert. Sieht ganz toll aus. Das könnt ihr auch als Template benutzen. Ihr geht jetzt einfach auf Datei und auf Speichern. Dann mache ich mal jetzt hier Test. Test. Und dann auf Bilder. Speichern. Dann könnt ihr hier das wieder öffnen. Wenn ich es wieder finde. Ich hoffe mal. Das müsste ja dann hier neben diesem Testding sein. Test, Test, Test. Test, Test. So, könnt ihr öffnen. So sieht das dann jetzt auch aus. Das Wichtige ist jetzt hier nur, ihr müsstet dann, wenn ihr hier rauf drückt, bearbeiten drücken, dann ist die Farbverlauf wieder weg. Das müsst ihr dann halt nochmal machen für jede Folge. Damit eben die Schrift sich auch ändert. So, dann habt ihr hier die 2. Fürs nächste Video dann. Wichtig ist aber jetzt auch, das als Thumbnail zu benutzen. Wenn ihr das nämlich jetzt speichert und auf YouTube hochladen wollt, passiert natürlich nichts, weil diese GIMP-Datei lässt sich nicht hochladen. Deswegen geht ihr auf Datei und auf Exportieren. Und dann wieder, das war falsch, sondern in Bilder. Bilder, nein, Bilder, ich will Bilder. So, Bilder, exportieren. Exportieren. So, dann habt ihr jetzt hier unter euren Bildern dort dieses Bild. Was hier komisch aussieht irgendwie gerade. Das sieht wirklich merkwürdig aus. Hä? Naja, wenn ich es öffne, sieht es natürlich dann gut aus. Das ist euer Thumbnail. Perfekt für YouTube. Könntet ihr hochladen als eure erste Schabbel-Mein-Folge. Oder irgendwie für Minecraft. Ihr könnt natürlich auch noch ganz viele andere Ideen sammeln. Für zum Beispiel, ich hatte ja auch mal so ein Solar-Apokalypse. Also ich kann euch ja mal zeigen, was ich so für Thumbnails alles mal hatte. Zum Beispiel hier Adventure Map Arena 2. Habe ich die Minecraft-Schrift genommen. Habe dann hier Adventure Map und Arena 2 gemacht. Habe dann verschiedene Farbverläufe angewendet. Und, ach so, was sich noch sehr gut macht, ist, dass die Screenshots mit Shader sind. Das macht einen viel geileren Eindruck. Nicht so wie jetzt hier, das ist halt ohne Shader. Sieht auch gut aus. Aber wenn man halt so richtig ein gutes haben will, macht man es am besten mit Shader. Hier habe ich eine Hunger Games-Folge gemacht. Da habe ich die Minecraft-Schrift genommen. Ach so, was noch vielleicht wichtig ist, wenn ihr irgendwas mal so künstlerisch machen wollt, irgendwie hier, ihr wollt jetzt irgendwie irgendwas Krankes eingeben, Troll, ja. Dann geht ihr hier auf dieses Drehen-Werkzeug und dreht es einfach mal. Und dann hat es immer noch so eine Art kleine Notiz, so. Also man kann echt alles mit GIMP machen. Da gibt es keine Grenzen, also es gibt schon Grenzen. Man kann jetzt keine 3D-Bilder machen oder so. So, das wird das Thumbnail für die Folge sein. Das werde ich vielleicht noch ein bisschen bearbeiten. Das habe ich nämlich schon jetzt gemacht. Ja, die alten sind noch nicht so mit GIMP gemacht worden. Hier Mine War ist zum Beispiel auch noch ein Beispiel. Da habe ich einfach Mine und War gemacht. Was ich vielleicht euch noch erklären könnte, wie ihr nur auf einem bestimmten Bereich so Farbverläufe anwenden könnt. Geht zum Beispiel jetzt einfach mal auf die TIMF-Schrift. Dann gehe ich auf dieses Polygon-Dings und markiere einfach dieses R einfach mal. Das muss jetzt nicht so schön sein, ist ja nur ein Test. So, habe ich jetzt ausgewählt. Kann ich jetzt hier auch einen Farbverlauf anwenden. Irgendwie so. Ganz tolle Sachen. Das ist jetzt nicht so ein toller Farbverlauf. Oder was ihr vielleicht mal von irgendwelchen großen YouTubern kennt, die haben dann zum Beispiel Farben. Geht ihr auf Farben hier oben, einfärben. Und dann könnt ihr hier einfach das R eine beliebige Farbe machen. Die Helligkeit lässt sich auch ändern. So. Wieder hier irgendwo hingehen mit dem Ding. Und dann habt ihr hier dieses tolle R. Das müsstet ihr dann ein bisschen genauer machen. Für genauere Sachen benötigt ihr natürlich die Lupe. Die habt ihr hier. Könnt ihr vergrößern oder verkleinern, auswählen. Und dann geht es hier einfach näher ran und dann könnt ihr auch gönnen. Oh, das war jetzt komisch. Da könnt ihr hier auch genauere Sachen halt machen. Dann habe ich hier nochmal für diesen Ruins-Mod so einen Strich dazwischen gemacht.
Das erkläre ich vielleicht in einem anderen Tutorial. Das dauert jetzt zu lange, das zu erklären, weil es ist ein bisschen aufwendig und lässt sich nicht mal so schnell erklären. Ja, eigentlich war es das jetzt auch schon zu dem Tutorial. Ihr könnt jetzt schon eine Menge Sachen machen, würde ich sagen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn es genug Fragen gibt, mache ich da ein Video, sonst beantworte ich einfach die Kommentare so. Und ja, wir sehen uns dann am besten dann gleich zum nächsten Tutorial. Nicht mehr heute. Vielleicht in ein paar Wochen, wenn ein paar Fragen kommen. Ich glaube eher nicht so. Naja, dann ciao.